Die Geschichte der Welt ist seit jeher eine Geschichte von Arm und Reich. Milliardäre gibt es auch schon in der Vergangenheit. Wir zeigen euch 5 der reichsten Menschen der Geschichte. Der erste lebte vor mehr als 2000 Jahren. Augustus regiert als erster Kaiser und Alleinherrscher über das römische Imperium und macht es zu einem Weltreich. Geboren als Octavian, entstammt er einer alten römischen Patrizierfamilie und wird von seinem Großonkel Julius Caesar gefördert. Als Caesar ermordet wird, erbt Octavian mit gerade 18 Jahren dessen gesamtes Vermögen und kämpft sich in einem blutigen Bürgerkrieg den Weg auf den Kaiserthron frei. Die römischen Soldaten, die Legionäre, sind stets das Fundament seiner Macht. Durch ihre Siege im Kampf steigern sie nicht nur den Ruhm des Kaisers, sondern erobern für das Imperium auch neue Provinzen. Unter keinem Kaiser wird das Reich so wachsen wie unter Augustus. Um die Treue der Legionäre zu erhalten, greift der Kaiser tief in seine Schatulle. Sie erhalten Sold und eine kostenlose Gesundheitsversorgung. Außerdem Gewinnbeteiligung in Form von Kriegsbeute. Und ist ihre 25-jährige Dienstzeit vorbei, bekommen sie als Altersvorsorge ein eigenes Stück Land in einer der eroberten Provinzen. Man kann also sagen, je mehr Land sie für Augustus erobern, desto größer sind die Prämien. Der Krieg hat Augustus groß gemacht, doch der Frieden wird ihn reich machen. Die Steuern aus den Provinzen des Reiches fließen in seine eigene Tasche. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 4 Billionen Euro gilt er bis heute als einer der reichsten Menschen der Geschichte überhaupt. Genug, um Rom gründlich zu renovieren und in eine Stadt aus Marmor zu verwandeln, wie der Dichter Sueton schreibt. Selbstbildnisse inklusive. Der sogenannte Augusteische Frieden geht als blühendes Zeitalter in die Geschichte ein. In den Provinzen wird die römische Kultur etabliert. Wirtschaft und Handel boomen und werfen weitere Gewinne für die kaiserliche Kasse ab. Tatsächlich beginnt mit Augustus eine lange Periode politischer und wirtschaftlicher Stabilität im gesamten Mittelmeerraum und darüber hinaus. In dieser Zeit gibt es freien Verkehr von Menschen und Waren. Der Frieden ist die Grundlage für Austausch und die Idee der Globalisierung. Seine Soldaten ebnen Kaiser Augustus den Weg zum Reichtum. Im Mittelalter werden sie es dann sein, die Reiche als Könige werden können. England im Jahre 1066. Wilhelm der Eroberer landet auf der Insel, um sich ein Königreich zu erkämpfen. Ihn begleiten zahlreiche Vertreter des hohen Adels. Unter ihnen ist Alain, der Rote, der schon bald zu großem Reichtum bringen wird. Man könnte all diese Männer als Glücksritter bezeichnen. Arm wie die Kirchenmäuse sind sie zwar nicht gerade, aber vom Reichtum ihrer Familien werden sie dereinst nichts haben. Denn sie alle haben das Problem, nicht als Erstgeborene auf die Welt gekommen zu sein. Im Europa des frühen Mittelalters ist oft allein der Erstgeborene einer Familie erbberechtigt. So muss die Familie nicht fürchten, dass der Besitz unter den folgenden Generationen schrumpft. Das Problem aber ist, die Zweit- und Drittgeborenen sind mittellos. Sie werden entweder mit Kirchenämtern abgefunden oder müssen in den Krieg ziehen, um sich Status und Lebensunterhalt zu verdienen. Wie die Männer, die Wilhelm nach England begleiten. Alain der Rote stammt aus der Bretagne. Mit seinem anscheinend herausragenden Einsatz bei der Eroberung Englands erarbeitet er sich die Gunst von Wilhelm dem Eroberer, der als Wilhelm I. englischer König wird.
Zum Dank überträgt ihm der neue Herrscher einen riesigen Grundbesitz. Davon zeugt noch heute sein Stammsitz, Richmond Castle in North Yorkshire, gebaut im Jahre 1086. Hier residiert Allah, der bis heute reichste Mensch, der jemals auf der britischen Insel gelebt hat. Was ihm genau gehörte, ist noch heute im Doomsday Book nachzulesen, einem umfangreichen Grundbuch, das Wilhelm der Eroberer in Auftrag gibt. Es sind die vielleicht ältesten erhaltenen Steuerunterlagen der Welt. Schließlich will der König wissen, wer ihm was schuldig ist. In dem Buch wird nicht nur jedes Ritterlehen mit seiner Bevölkerungszahl aufgelistet, sondern auch die Steuern, die der Lehensherr zu entrichten und wie viele Männer er für den Kriegsfall abzustellen hat. Allah der Rote besitzt laut Doomsday Book 440 Güter in ganz England. Bei seinem Tod beläuft sich sein Vermögen auf 11.000 Pfund. Nach heutigem Wert etwa 90 Milliarden Euro. Nicht schlecht für einen Glücksritter aus der Bretagne. Der nächste Reiche herrscht in Augsburg über ein besonderes Imperium, Jakob Fugger. Genannt der Reiche, europaweit tätiger Kaufherr, Bankier und Kreditgeber. Alles beginnt mit Jakobs Großvater, dem Webermeister Hans Fugger. Er versorgt Ende des 14. Jahrhunderts seine Kollegen zunächst mit Baumwolle und Flachs im Austausch gegen fertig gewebte Tuche, die er mit hohem Gewinn verkauft. Der Gewinn wird wiederum ins Geschäft investiert. Das Unternehmen wächst und die Fugger unterhalten schon bald Handelsniederlassungen in den wichtigsten Städten Europas. Der entscheidende Quantensprung geschieht für die Fugger am Ende des 15. Jahrhunderts. Jetzt steigen sie aus dem Gemischtwarenhandel, den sozusagen andere weiter betreiben, und sie konzentrieren sich auf das Geschäft mit Silber und Kupfer und verbinden dieses Geschäft mit dem Kreditgeschäft. Wenig später haben sie im Grunde das Silber- und Kupfermonopol in den entsprechenden Regionen und verbinden das ganz planmäßig weiter mit politischen Krediten an die Herrschenden dieser Zeit. Die Fugger werden zu Königsmachern. Kaiser Karl V. sichert sich 1519 seine Wahl durch eine kräftige Finanzspritze aus Augsburg. Über 500.000 Gulden schießt Jakob Fugger ihm vor. Zum Vergleich: Ein Handwerker verdient damals etwa 50 Gulden pro Jahr. Ein weiterer Unternehmenszweig der Fugger ist das Wechselgeschäft. Es war ja schwer, Gold und Silber über die Alpen zu transportieren. Es war gefährlich und es war beschwerlich. Stattdessen zahlte man Geld beispielsweise in Augsburg ein, bei einem Kaufmann, bei einer Bank, bekam dafür eine Bestätigung. Und diese Bestätigung nahm man mit und ließ sich bei einer Niederlassung derselben Firma eben diese Summe wieder auszahlen. Das ist im Grunde die Erfindung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Jakob Fuggers Vermögen beträgt schließlich umgerechnet etwa 330 Milliarden Euro. In den Augen der Kirche ist Fugger als Banker ein Wucherer. Um trotzdem seine Seele vor dem Fegefeuer zu retten, stiftet er 1521 in Augsburg eine Siedlung für die Armen. Für einen rheinischen Gulden bekommen Bedürftige hier ein Dach über dem Kopf. Und bis heute sind die Bewohner verpflichtet, jeden Tag für den Stifter zu beten. Der Warren Buffett des Mittelalters sorgt so dafür, dass sein Konto auch im Jenseits nie ins Minus rutscht. Sein Name ist seit über 100 Jahren gleichbedeutend mit Reichtum. John D. Rockefeller. Das 19. Jahrhundert sieht nicht nur die industrielle Revolution und die Etablierung neuer Technologien wie der Dampfmaschine und der Eisenbahn, sondern auch den Beginn der Automobilität, eine bahnbrechende Erfindung. 1886 stellt Carl Benz seinen Patentmotorwagen Nummer 1 vor, 0,75 PS, sorgen für eine Höchstgeschwindigkeit von 16 km pro Stunde. Das dafür benötigte Benzin wird aus einem ganz besonderen Rohstoff gewonnen, Erdöl. Das schwarze Gold bietet ein unglaubliches Potenzial für große Geschäfte.
Besonders in den USA bricht eine neue Goldgräberstimmung aus. Man hatte im Prinzip Freiraum. Und natürlich waren dort viele Glücksritter unterwegs, die mit teilweise auch dubiosen Mitteln dann ihre entsprechende Machtposition ausgebaut haben. Es gab also einen sehr großen Konzentrationsprozess schon in dieser Industrie, aber interessanterweise nicht bei den Produzenten, sondern im Transport und im Vertrieb oder im Handel. Und das waren eben Leute um den berühmten Herrn Rockefeller, die das alles sozusagen in eine Hand gebracht haben. Mit seiner Standard Oil Company wird John D. Rockefeller in den USA zum Ölbaron und zum ersten Dollar-Milliardär der Geschichte. Doch damit nicht genug. Um den Ölverbrauch noch zu steigern, beteiligen sich Ableger seiner Firma am Ankauf und der Verschrottung elektrischer Straßenbahnen. Dadurch boomt die US-Autobranche und Rockefellers Kassen klingen weiter. Bis heute sind die USA eine Autofahrernation. Die Nachfrage an Treibstoff und Autos ist ungebrochen hoch. Und Rockefellers Beispiel hat Schule gemacht. Schaffe einen Markt und kreiere eine Nachfrage. Auch der nächste Superreiche verdient sich so eine goldene Nase. Kaum zu glauben, aber wahr. Aus diesem Nerd ist heute einer der reichsten Menschen der Welt geworden. Elon Musk. Im Silicon Valley bei San Francisco hat die Firma ihren Anfang genommen, die wie keine zweite mit Musks Namen verknüpft ist. Tesla. 2004 steigt Elon Musk bei dem jungen Startup ein. Vorher hat er schon mit Firmen wie dem Bezahldienst PayPal und dem Weltraumunternehmen SpaceX seinen Unternehmergeist unter Beweis gestellt und weit über $1 Milliarde verdient. Sein unerschütterlicher Glaube an die Mobilitätswende zahlt sich aus. Elektroautos etablieren sich und allein 2020 verkauft Tesla fast 500.000 Fahrzeuge. Sein unerschrockenes Vorpreschen macht Elon Musk zum Star. Nach eigener Aussage begann seine Karriere mit einem Computer und $2.000 Startkapital. Heute ist er Aktienmilliardär mit einem aktuellen Marktwert von rund $150 Milliarden. Visionäre, Kaiser, Händler oder Glücksritter. Zu allen Zeiten gibt es Menschen, die mehr Geld haben, als sie ausgeben können. Ihr Reichtum kommt nicht von ungefähr. Sie alle haben eine zündende Idee, wirtschaftliches Gespür oder das nötige Quäntchen Glück. Was glaubt ihr, wer noch zu den Reichsten der Welt gehört? Schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal.